Mein Name ist Gabriele Pehlke. Ich bin beim Thüringer Landesamt für Umwelt, Bergbau und Naturschutz tätig und betreue den Hochwasserschutz in Eisenach. Wir versuchen es, dass Hochwasserschutz nicht nur alleine das Ziel ist, sondern dass es auch in Verbindung mit Gewässerrenaturierungen funktioniert. In Stettfeld hier wurden insgesamt gut 1 Kilometer Deich zurückgebaut, rund 200 Meter Ersatzneubauten geschaffen in Form einer Hochwasserschutzwand und ungefähr 300 Meter Deich neu gebaut. Derzeit wird aktuell in der Innenstadt die Brücke Friedrich-Naumann-Straße neu gebaut. Außerdem auch anschließende Hochwasserschutzwände. Die Finanzierung ist im Wesentlichen, sind dafür verschiedene Bausteine wichtig. Zum einen Landesmittel, Bundesmittel und nicht zuletzt die EU-Mittel. Ohne diese Mittel könnten wir solche Projekte in der Größenordnung nicht umsetzen. Solche Bauvorhaben sollte man und muss man auch werben, beziehungsweise werben ist vielleicht der falsche Ausdruck, aber man muss viel Kommunikation betreiben, um einfach auch eine Basis zu haben, auf der man weiterarbeiten kann. Zum Beispiel haben wir jetzt hier für Stettfeld und Eisenach mal die Möglichkeit gewählt, die eine oder anderen Schautafeln aufzustellen. Wichtig ist, Europa hat eine Bedeutung für uns, dass wir alle zusammengehören, dass es Frieden gibt. Und dass wir vielleicht gemeinsam alle schöne Projekte finanzieren können. Man ist bei solchen Projekten immer in gewisser Weise stolz, aber nicht allein auf sich, schon gar nicht, sondern eher auf das ganze Team. Und da sind so viele Leute, die Hand in Hand arbeiten müssen. Und insofern freut man sich einfach sehr, wenn das insgesamt gelingt. Da sind die Kollegen, die Planer, es ist wirklich eine Teamarbeit und das macht dann glücklich und stolz. Aber nicht auf eine einzelne Person, das wird nie funktionieren.